Zürich News mit der Tina Biedermann. Grüezi und ganz herzlich willkommen am Freitag, am 3. Oktober. Um zwei erfinderische Männer geht es heute im Zürich Info. Revolutionäre Entdeckung. Der Zürcher Professor Marc Donat hat eine Therapie entwickelt, wo Diabetiker nur einmal im Monat eine Spritze bräuchten. Schlaue Tintenbaron. Der Beat Hochhäuser vertreibt Druckertinten günstig im Onlineshop und wird mit Bestellungen bombardiert. Eigentlich arbeitet er als ganz normaler Jurist am Kantonsgericht Schaffhausen. Das grosse Geld verdient der Beat Hochhäuser aber, weil er eine goldige Nase für eine Geschäftsidee hat. Seit 4 Jahren verkauft der 27-Jährige unter anderem Nachfüllsätze für Tintenpatronen. Sein Online-Shop läuft wie geschmiert und ist mittlerweile das Nummer 1 im Land. Der Christian Beck hat den Schweizer Tintenbaron in seinem Lager im deutschen Mülheim getroffen. Druckerpatronen selber mit Tinten anfüllen sieht zwar ein bisschen aus wie beim Doktor, es kann aber jedes Kind und kosten tut es auch noch viel weniger. Wenn man das bestellt, dann kommen sie ein Set über. Das sieht etwa so aus. Es gibt alle möglichen Produkte, die man benötigt. Das hat Tinte dabei und die Spritzen und dann eine Auffüllanleitung. Die sehen Sie da hinten. Und dann kann man das einfach nachfüllen mit seiner Originalpatronen. Die Geschäftsidee kommt so gut an, dass sich mittlerweile 5 Leute ums Vermarkten und Verschicken von den Anfüllsätzen und kompatiblen Tintenpatronen kümmern. Gut 100 Pakete täglich dürften es sein. Wir müssen jeden Tag jede Menge Pakete rauslassen, weil die Leute da unbedingt wollen, oder? Man findet uns sehr leicht über die Suchmaschine. Und so ist da unser tägliches Geschäft. Kein Wunder, läuft's gut. Die Tinte von einer Original-Druckerpatrone kostet auf den Liter nämlich bis zu 3'000 Franken. Man spart natürlich viel Geld, am meisten mit der Nachfülltinte, die man selber nachfüllt. Aber es ist natürlich auch für die Umwelt gut, wenn man seine Patronen nicht vorkeilt, sondern die einfach wieder befüllt mit Nachfülltinte. Kann man dann mit einer Spritze, die wir vorher gesehen haben, nachfüllen. Und das kommt dann etwa 5-mal billiger als eine Originalpatrone. Und qualitativ hochwertig ist es nämlich auch gerade noch, wie die vielen Auszeichnungen zeigen. Die Idee hatte Beat Hochhäuser als Jus-Student. Dortmal hat er nämlich Berge von Papier müssen ausdrucken. Es ist unglaublich teuer geworden, wenn man das alles ausdruckt. Und dann habe ich halt gedacht, da muss doch eine Möglichkeit geben, wie man das günstiger machen kann. Und dann bin ich ein bisschen forschen gegangen. Und dann habe ich gesehen, dass es in Amerika schon so etwas gibt. Und dann haben wir es dann in die Schweiz und nach Deutschland gebracht. Und künftig expandiert der Beat Hochhäuser weiter in andere Länder. Die Hersteller der Originalprodukte haben natürlich keine Freude an dem Geschäft von Beat Hochhäuser. Weil er aber in seinem Shop auch Originalprodukte verkauft, zeigen sie sich kulant. Für Tele Zürich aus dem deutschen Mühlhausen, Christian Beck. Lifestyle ist heute